Alright, 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 Leute, willkommen zu Case Clicker. Seid ihr bereit für das 1000 Dollar Case Opening? Ich habe 1000 Dollar angespart, eine Menge Cases. Ich habe, guck mal. 62 Cases, die wir open können. Nichts Geiles. Wir haben einen Falcon Case, zwei Weapon Cases und einen eSport 2013 Case. Das sind die seltensten. Aber wir holen uns noch einen extra Case und das ist der hier. Und wir kriegen die Bonuswaffe. Eine 5-Set. Bevor wir das Case Opening starten, sollten wir hier vielleicht ein paar Upgrades kaufen, so dass wir ein bisschen bessere Sachen haben, die da droppen können und so weiter. Ne? Zum Beispiel hier das Weapon Case 2, was eigentlich sinnlos ist, weil ich hier Cases aufmache und nicht Cases sammle. So, Stat Rack 2 können wir kaufen. Und wir kaufen mal More Knives 2. Eine 25%ige höhere Chance auf mehr Knives. Das ist jetzt zwar kein 1000 Dollar Case mehr Opening oder wie auch immer, aber dafür habe ich eine Menge Chance, irgendwas überhaupt zu kriegen. Okay, Hype. Hoi. Oh, das war knapp. Das fängt doch gut an. Ich bin zuversichtlich. Ein Knife in dieser Folge. Game, warum tust du mir das an? Warum fliegst du an zwei Items vorbei und droppst mir nichts? Okay. Zweimal ist keinmal, dreimal ist auch keinmal und wir fliegen wieder an goldenen Item vorbei. Was geht ab hier? Wir kriegen so viel Shit, aber nichts davon droppt. Es ist nicht knapp oder sowas, aber okay, eine Urban Shark. Habe ich schon, glaube ich. Wir brauchen mehr Hype. Ich habe rote Items gesehen, ich habe gelbe Items gesehen und wir kriegen einen blaues Item. Irgendwas muss kommen. Malachit. Kenne ich gar nicht. Gibt's den überhaupt noch? Come on, Game. Gib mir das Knife oder ein blaues Item. Jesus Christ, ich habe das Gefühl, wir machen 60 Cases auf und ich krieg gar nichts. Aber ich habe noch mehr Menge. Okay, ein Stat Rack. Hat sich das absichtlich gelohnt? Da war was Gelbes und eine Blood Tiger. Okay, jetzt aber Knife. Jetzt aber Knife. Ich muss nur dran glauben. Es ist alles nur im Kopf. Nix Glückssache. Ich habe, glaube ich, an Porn gedacht. Deswegen kriege ich blau. Oh, da war eine Negge. Warum kriege ich immer die Negge? Ich will nicht Negge. Die Negge Saugschwänze. Genau wie die ganzen Cases hier. Was soll das Shit? 60 fucking Cases und ich flieg schon wieder an rotem Item vorbei. Ich hab die Malachit schon. Da war wieder was Gelbes. Es war wenigstens drinne. Wir haben's gesehen. Aber wir kriegen eine abgeschnittene Shit-Linde. Es ist alles eine Glaubenssache. Es ist die Prozentzahl, ist irgendwo bei 5,0 oder so. Oder vielleicht auch minus 5, ich weiß es nicht. Pink ist gut. Und wir fliegen wieder an Gelb vorbei und kriegen eine Grotte. Fuck this shit. 45 Cases haben wir noch. Wie niedrig ist die Chance, dass wir in 45 Cases nichts Brauchbares finden? Wie niedrig ist die Chance, Leute? Pink is pretty. Blau ist shitty. Ich mag blau nicht. Pink. Oder rot. Oh! Yay! Mein erstes rotes Item! Well won! Eine Fire Element für 9 Dollar! Holy shit! Ich habe euch gesagt, irgendwas kriegen wir hier. Es kann einfach nicht sein, dass wir 60 Cases aufmachen und nur noch ein shittiges blaues Item kriegen. So wie hier. Komm, zwei rote Items, oder? Zwei rote Items in einer Folge, das wäre doch was. Ein Pink ist auch ganz gut, eine Griffin. Die war lila, aber eine Pink will ich trotzdem haben. Hype. Gelb vorbei geflogen. Fuck die Wand. Ich habe, glaube ich, die Naga schon. Okay, jetzt aber. Yes! Zwei rote Items in einer Folge. Eine Chatterbox. Oh, ich will die alle ingame haben. Warum kann ich die nicht nach Counter-Strike übertragen? Das wäre doch awesome. Aber wir kriegen noch ein rotes Item. Drei rote Items in einer Folge. Aber eine Murky habe ich noch nicht. Kann ich mich nicht beschweren. Oh, noch eine Griffin. Das erste Mal war toll. Das zweite Mal ist scheiße. Das dritte Mal wird blau. So blau kann ich gar nicht sein, um das ganze Blau hier zu vertragen. Shitty Items, ey. Ein Virus. Gut, habe ich auch noch nicht. Aber komm, gelb. Gelb. Come on. Gelb. Oh, so knapp. Ich will trotzdem gelb. Ich hatte in der ersten Folge ein Knife gehabt und jetzt... Na gut, jetzt habe ich zwei rote Items endlich mal, aber ich will auch noch mal wieder ein gelbes. Ah, come on, do it.
believe in you. Wenigstens hast du mir die Negev verspart. Alles ist besser aus, wenn ich wieder die 500. Negev kriege. Oder die 4. fucking Heaven Guard in Folge. Oder die 3. Malachit in derselben Folge. So, wir machen das Weapon Case 3 auf. Weapon Case 3 ist das, was uns kriegt. Glück! 26 Cases haben wir noch. 26.000 schwache Chance, dass wir endlich mal einen Malachit zu kriegen. Ich mache jetzt die E-Sport Cases auf. Fuck this shit. Kriege ich wenigstens neue blaue Items, die ich noch nie hatte. Yay, Azur Zebra. Yay! Pink! Statrack! $7! Fuck this, yeah. Das wird die beste Folge ever. Pinks in a row. Habe ich irgendwas bekommen? Come on. Come on, noch eine gelbe und dann ist diese Folge so ultra, dass selbst die größten Counter-Strike-Spieler, die mich anerkennen werden als den besten Case-Opener auf der Welt, obwohl ich keinen einzigen Dollar investiere. Dieser kurze Moment, wo ein gelbes Item knapp vorbeifliegt zum Schluss und man auf eine Scout trifft, ist einfach nur... schlimmer als ein Strap-on in den Arsch zu kriegen. Jetzt wird es was. Nicht. Und wieder nicht. Und um 3. Mal nicht. Zum 5. Mal nicht. Why you do this game? Warum teaserst du mich mit einem roten Item ab und fliegst dabei volle Kanne daneben? Come on, mach doch mal was. Okay, Statrack. Nehme ich. Blaues Item. Nehme ich auch. Oh. Zweimal Pink. Pink ist hübsch. Hübsch als lila, würde ich sagen. Oh, so close. So close. Noch ein pinkes Item. Das wäre doch mal was. Dann hätten wir alles. Aber es ist nichts ohne ein gelbes. Wir brauchen ein Knife. Ich will ein Knife haben. Solange wir kein Knife haben, kriegen wir Statracks. Was eigentlich ganz auch okay ist. Außer eine 5-7, die ich schon 10-mal hatte. Griffin. Die erste war geil. Ich habe euch gesagt, die 3. wird abgefahren. Oh, der rote Statrack. Okay, don't fuck with me. Why do you do this? Ja, lila. Ein Huntsman Case, habe ich ja ganz vergessen, dass ich das habe. Come on, das Ding ist wertvoll. Das Ding ist fast so wertvoll wie ein Falcon Case. Und Hype. War so close. This was so close. Das war mein bester Versuch, beziehungsweise mein bester Run. So close war ich noch nie an gelben Item seit der ersten Folge. Und kriegen den Negev. So, das Falcon Case. Seid ihr bereit, Leute? Das Falcon Case. Das Wertvollste, was ich hier gerade hatte. Und wir opens. Do it. Ich hab gelb gesehen. Ich hab gelb gesehen. Und ich sehe blau. Okay, ist doch lila. Ja, das war nur $200, ne? War nur $200. Ich habe noch 800. Ich könnte jetzt noch ein paar Cases ansammeln oder ein paar Upgrades kaufen. Ich mache mal so ein bisschen von was von beiden. So, Money. Wir machen Gold Nova 3, Level Up, Bams. Ein Lucky Coin 3 machen wir noch. Kreditkarte machen wir noch. Combo Booster, okay. Auch gut. Machen wir gleich mal Gold Nova Master, ne? Bams. So easy ist das. So mache ich auch in-game. So, Offline Income, Godly Powers, Winter Offensive Cases kaufen wir auch. Chroma 2 Cases sollen mal auch droppen. Shadow Cases sollen droppen. Ich gebe hier gerade fucking viel Geld aus. Ein paar Stickers können wir uns auch mal leisten, oder? Gibt's überhaupt gelbe Stickers? Aber genauso wie die Cases kriege ich hier nur Shit, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal ein lila Item bekommen. Bisher alles nur blau. Ich krieg hier Plug. Oh, ich habe hier einen Reward für einen Rang-Up. Inferno Collection Draw. Come on. Ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, dass es Inferno Collection gibt in dem Game. Und wir kriegen... Was ist das? Leichtblaue? Oh, was Leichtblaues? Oh, Shadow Case. Die gibt es erst seit kurzem in dem Game und wir kriegen gleich das Ding gedroppt. Gut, das war jetzt nicht ganz das $1000 Case Opening, aber man kann mit $1000 Schweine viel aufmachen, habe ich mir gemerkt. Aber ich würde sagen, zwei rote Items in Folge
pinke Items, Stat Rack, ist eine gute Ausbeute, oder? Wir haben kein Knife gefunden, aber hey, wir haben zwei rote Items, pinke Items, lila Items, blaue Items und viele Stat Racks dabei. Ich würde sagen, das ist okay. Gehen wir wieder ein bisschen auf Case sammeln, ein bisschen Money ansammeln und in der nächsten Folge holen wir uns ein Knife, oder? Ihr müsst einfach nur dran glauben, gebt der Folge einen Daumen hoch, damit wir ein gelbes Knife kriegen. Abonniert mich, damit ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Klickt natürlich oben rechts auf das i, dann findet ihr die alten Folgen von Case Clicker und gebt mir Flosse.